Hallo liebe Leute, mein Name ist Peter und ihr guckt euch AVA Group Media Kanal an. Heute werden wir eine neue Serie anfangen, wo wir uns besser mit Adobe Premiere Pro 2018 CC uns kennenlernen. Und als erster Schritt werden wir zeigen, wie ihr den Ton und das Bild zusammenfügen könnt, wenn ihr ein separates Gerät als Tonaufnahmegerät benutzt und ihr ein separates Gerät zum Videoaufnahmen benutzt. Legen wir mal los. Also als erstes erstellen wir ein neues Projekt. Das wird hier jetzt der Western Digital Projekt sein. Ihr müsst noch den Ordner eingeben, wo ihr das speichern wollt. Und die einzige wichtige Einstellung hier ist, wie ihr das Video ausrendern wollt. Wenn ihr eine stärkere Grafikkarte habt, wie ich diese GTX 1080 Ti, dann kann man das auf Grafikkartebeschleunigung stellen, sonst wenn eure CPU stärker ist als der Grafikkarte, dann auf Software Only. Die restlichen Einstellungen muss man eigentlich nicht umstellen, ist Werk hier der richtige. Als nächst nehmen wir unsere ganze Mediadateis und importieren es in die Mediateil des Projektes. Wie versprochen zeige ich euch, wie ihr den Video mit dem Ton zusammenfügen könnt. Dazu wählen wir einmal den Tondatei aus, was wir brauchen, und beim Drücken der Steuerungstaste wählen wir den Videodatei dazu aus, Rechtsklick, Merge Clips, nicht zu ändern, einfach OK drücken. Und wenn ich jetzt diese neue Datei hier reinziehe, dann seht ihr, dass die Videodatei früher gestartet wurde als der Ton und der Kamera wurde früher gestoppt als der Tonaufnahmegerät. Und wenn ich jetzt das checken möchte, dass ich diesen Bildschirm nicht hier in der Mitte vor mir, weil mit der Zeit hat sich herausgestellt, wenn das Bildschirm, also dieses Programm hier läuft, dann gucke ich nicht in die Kamera, sondern auf dem Bild hier unten und ihr könnt sehen, was der Unterschied ist. Ne, funktioniert, fabelhaft. Aber was passiert, wenn der Videodatei keinen Ton hat und ihr die zwei Dateien manuell zusammenfügen müsst? Also ihr zieht den Tondatei und den Bilddatei zu den Timeline, aber wie ihr erkennen könnt, die Bilddatei hat keinen Ton. Was können wir jetzt tun? Wir suchen eine Stelle, wo wir ziemlich gut sehen können, wo der Video anfängt und wo der Ton anfängt. Wir wählen den Tondatei aus, wir drücken den Alt und mit der Rechts- und Linkstaste können wir nur den Tondatei eine Frame rechts oder links bewegen. Der Videodatei ist früher als der Ton, also wir bewegen den Tondatei nach links. Ja, was ist passiert? Wenn ich den Tisch ein bisschen stöße, dann sieht ihr auf der Kamera, wie er sich bewegt. Ich brauche noch ein bisschen. Und so ist es perfekt.
Und wenn ihr fragt, wieso ich den Ton separat aufnehme, ich kann euch als Vergleich zeigen, wie der Ton mit der Zoom H1 ist und wie der Ton, was der Kamera aufnimmt. Und bevor ihr fragt, wieso Das ist lasse der ich Zoom diese H1. Bildschirm nicht hier in der Mitte Front vor mir, weil mit der Zeit hat sich herausgestellt, wenn das Bildschirm, also dieser Programm hier läuft, dann gucke ich nicht in die Kamera, sondern auf dem Bild hier unten und ihr könnt sehen, was der Unterschied ist. Das war auch eine sehr hilfreiche. Das war unser Video heute über Adobe Premiere Pro CC. Wenn euch das Video gefallen hat, dann drückt den Like-Knopf und abonniert unseren Kanal. Auf jeden Fall teilt dieses Video mit euren Freunden, damit die auch diese Serie mitbekommen und etwas über Adobe Premiere Pro lernen können. In den nächsten Folgen werden wir uns noch mit verschiedenen Schnittverfahren, Tricks, Masking, Schneiden, Zoom, Ton einstellen, Licht einstellen, und wir gehen durch das komplette Schnittverfahren durch. Also sehen wir uns das nächste Mal. Ciao.